Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen hier im Kino des Deutschen Filmmuseums zu unserer Reihe Was tut sich im deutschen Film? Und ja, Sie kennen diese Reihe wahrscheinlich. Wir zeigen jeden Monat ein ausgewähltes, wir finden aktuelles, herausragendes Kinowerk aus Deutschland. Und das ist in diesem Fall Glück ist was für Weicheier. Und schon mal einen großen Applaus, dass die Regisseurin extra gekommen ist, Anca Miruna Lazarescu. Willkommen in Frankfurt. Ja, bevor ich Sie auf die Bühne rufe, gibt es natürlich noch ein kleines bisschen Vorprogramm, auch das kennen Sie. Das Ganze ist ja eine Kooperation mit EPD Film, Deutschlands führender Fachzeitschrift zum Thema Film. Deswegen gibt es im Anschluss dann auch ein einstündiges Werkstattgespräch, wo Sie natürlich auch Fragen stellen können. Und zwar Rudolf Worschech, der Chefredakteur, wird selbst die Fragen stellen und dann mit Anka hier vorne sitzen. Und ja, wie immer gibt es auch statt Werbung bei uns einen, ich sag, thematisch passenden Vorfilm. Sie können mich dann hinterher dafür schuldig machen, wenn Sie finden, das passte gar nicht, weil ich habe ihn ausgesucht. Der Film heißt Himmelfahrt und ist aus dem Jahr 2003 von Ulrike Grote, auch sie eine gestandene Filmemacherin. Und tatsächlich ist der Film noch auf 35 mm, das heißt, wir werden jetzt auch noch eine kleine analoge Kopie vorweg sehen. Und das Ganze geht 13 Minuten, dann stelle ich Ihnen die Regisseurin vor. Also erstmal viel Vergnügen mit Himmelfahrt. Ja, das war Himmelfahrt und da gehen wir doch gleich nahtlos zu Glück ist was für Weicheier über. Und ich möchte Ihnen gerne die Regisseurin vorstellen. Ihr Debütfilm war ein Kurzfilm, ein 30-minütiger, vielleicht sogar einer der erfolgreichsten Kurzfilme, die jemals in Deutschland entstanden sind. So viele Preise international wie in Deutschland, das hat es selten gegeben, Stille Wasser. Dann kam ihr Debütfilm fürs Kino, Reise mit Vater, hatte Premiere beim Filmfest München in Deutschland und daher kennen wir uns auch, da haben wir uns das erste Mal getroffen. Und das jetzt, was wir sehen werden, ist ihr zweiter Kinospielfilm. Gleichzeitig hat sie für HBO Teile von Hackerville, auch hier in Frankfurt gedreht. Jetzt dreht sie bald für Netflix. Wir freuen uns sehr, dass sie hier ist. Anca Miruna Lazarescu, willkommen in Frankfurt. Dankeschön. Frankfurt, was sind deine Erinnerungen, wenn du hier gedreht hast? Kannst du uns ein bisschen erzählen, was das war bei Hackerville? Oh, 7 Drehtage, sehr voll. Übrigens ist Regina Kaczmarek heute Abend hier. Die hat die fantastische, die komplette Location, das Scouting und das Organisieren und die ganzen Genehmigungen für die ganzen Drohnenflüge organisiert. Vielen Dank dafür. Kann man vielleicht einmal aufstehen gerade? Jawohl. Sehr schön. Willkommen. And with me I have my second unit director who also felt and left and directed a lot of things here in Frankfurt, Raresh. And he continues with me to work on Netflix. Can you stand up also? Just welcome to Frankfurt. Wir haben uns bei HBO kennengelernt und genau, wir machen jetzt tatsächlich nahtlos weiter, wie du so schön gesagt hast. Also wenn ich mich an Frankfurt erinnere, dann erinnere ich mich daran, dass wir eigentlich viel zu wenig Zeit für diese wunderschöne Stadt hatten. Wir wollten unbedingt diese Skyline bei Tag, bei Nacht, bei Dämmerung zelebrieren. Wir haben ständig nach irgendwelchen Aussichten gesucht, von denen wir die Drohne starten konnten. Und wir hatten wahnsinnige, zum Teil 9 Minuten am Tag, die wir drehen mussten. Und das alles mit ganz großem Kinoanspruch, denn das sind so die neuen Player, die wollen Serie drehen, aber möglichst auf ganz hohem Kinoniveau. Direkt Grimme-Preis nominiert. Kann man schon mal Glück wünschen dafür. Jetzt natürlich die Frage, das ist eine Preview, die wir heute haben vor dem eigentlichen Kinostart. Zum Kinostart selbst bist du schon wieder am Drehen. Also wie ist das? Du hast ja keine Kinotour diesmal dann wahrscheinlich mit diesem Film, oder? Es gibt eine schöne Premiere nächste Woche in Köln, auf die freue ich mich sehr. Der Film startet in, ich glaube, knapp 50 Städten. Und nee, ich habe keine Kinopremiere, aber ich bin im Herzen natürlich bei diesem schönen Film dabei, der wirklich auch eine Reise war, insofern als dass Kino auch nicht mehr Kino ist, sondern Kino eigentlich auch schon wieder fast Serie, denn auch hier hatten wir teilweise 7 Minuten am Tag zu drehen. Also es war eine ganz gute und tolle Schule. Vielleicht den Vergleich, wie viel man sonst dreht am Tag? Ja, Kino heißt ja immer so 4 Minuten. Man darf sich austoben und man darf für eine Einstellung 5 Stunden haben.
Genau, ist alles Vergangenheit. Kinoserie, Fernsehen, ich nehme mal an, das wird auch ein Thema sein. Vermischt sich gerade alles und ich bin wahnsinnig froh und dankbar darum, das alles querbeet drehen zu dürfen, weil das eine beflügelt ja auch das andere. Genau, darüber werdet ihr später auch reden. Vielleicht noch als letztes die Frage, dieser Film, den wir jetzt gleich sehen werden, das war auch der Eröffnungsfilm der Internationalen Hofer Filmtage. Was war das da für ein Erlebnis? Das ist ja eines der ganz großen klassischen Festivals in Deutschland. Ach, das war eine ganz tolle Erfahrung. Das ist ja eine Tragikomödie. Das ist ein Film, wo sie hoffentlich lachen und weinen werden, vielleicht nichts davon, aber im Idealfall vielleicht auch beides. Und es hat tatsächlich in Hof fantastisch funktioniert. Es waren drei Kinosäle parallel. Ich kann mich gar nicht mehr genau erinnern. Wir wurden sogar fünf. Ja, ich glaube auch, Urs, oder? Du warst ja, auch da. Genau. Du warst im Hauptding dabei. Auf jeden Fall wurden wir rumgeschuttelt und es waren Viertelstunden Taktung dazwischen. Und ich erinnere mich an diese Irrsinnsparty, also es war wirklich wie so ein Rausch. Ich kam auch gerade, zwei Tage vorher hatten wir in Temeswar die Hackerville-Premiere gefeiert, dann war Hof und danach war die internationale Premiere in Bukarest von HBO und ich hatte auch schon mit der Netflix-Serie angefangen. Also im Grunde war es wie ein Rausch, aber was wirklich fantastisch war und ich würde mich so sehr freuen, einen ganz kleinen Samen davon jetzt vielleicht hier reinzutragen, ist, es wurde wirklich ganz viel geweint und gelacht. Das ist eigentlich eines der schönsten Komplimente, die es so geben kann. Wir freuen uns sehr, dass du ihn hier mitgebracht hast. Schon mal großen Applaus, Anca Mirona Lazarescu. Und bis nachher, nach dem Abspann. Danke dir und Film ab! Ja, bitte einen Applaus für die Regisseurin Anca Mirona Lazarescu. Rudolf Worschig kommt auch mit für das Gespräch. Den Applaus halten wir durch, bis sie vorne ist. Nur noch drei Stufen. Ja, dein Applaus. Den Platz bitte. Ja. Guten Abend auch von mir aus. Ein ganz herzliches Willkommen. Wir machen das wie immer. Ich weiß nicht, ob es der Urs gesagt hat. Wir beide hier laufen uns so eine halbe Stunde warm gewissermaßen und vielleicht auch länger, je nachdem, wie es sich ergibt. Und dann haben Sie die Möglichkeit, Ihre Meinung kundzutun oder auch Fragen zu stellen, die ich vielleicht noch nicht gestellt habe. Und besten Dank an dich, dass du zu dieser Vorpremiere zu uns gekommen bist. Danke für die Einladung. Vielleicht gleich mal eine ganz spontane Frage. Als wir eben den Schluss geguckt haben, die Musik hat mir eigentlich sehr gefallen. Also das ist rhythmisch, aber ist doch auch sehr getragen. Wer war das? Wie konntest du das beeinflussen? Also die Musik ist vor allem komplett handmade. Das zieht sich eigentlich bei meinen Filmen durch. In diesem Fall waren es zwei ganz wunderbare Brüder aus Berlin, Ketan und Vivan Bhati, halb Inder, halb Deutsche. Jazzmusiker oder also einer von den beiden ist auf jeden Fall Jazz-Drummer und aber auch ein sehr guter Pianist und der andere ist ein bisschen der kommerziellere, haben gar nicht so viel Filmmusik gemacht, haben mehr so Theater und Performances gemacht und eigentlich sind wir ganz pragmatisch an die rangekommen, wir brauchten dringend einen NRW-Effekt und der Vivan wohnt in Bielefeld und okay. Seiner Familie. Und es gibt eine Menge guter Komponisten, die sind alle in Berlin. Und wir hatten halt tatsächlich irgendwie das Glück, diese beiden zu finden. Und wir haben wirklich aufgenommen zwischen Bielefeld und Berlin. Und ich muss sagen, also die Musikaufnahmen waren irgendwas zwischen, also intensiv, wirklich die Endfertigung war wahrscheinlich eine Woche, aber der Prozess ging natürlich über Monate und ich bin sehr picky, was Musik angeht und bin so weit, dass ich einzelne Modulationen ändere oder wirklich bestimmte Beats nochmal steuere und so.
Und genau, das konnte ich mit den beiden auch ganz wunderbar tun in Berlin im heißen Sommer, jetzt im Sommer nämlich, in so 12, 13 Stunden Sessions, genau. Ja. Und was aber ganz lustig ist, der Eurodance-Song, der im Schwimmbad, da wo Jessie runtergezogen wird und so, da wollten wir eigentlich Coco Jumbo nehmen. Sie erinnern sich vielleicht noch an DJ Bobo, Coco Jumbo. Und der war tatsächlich teurer, der Song, als Total Eclipse of My Heart von Bonnie Tyler. Und den konnten wir nicht zahlen, den haben wir dann zusammen komponiert und ich hatte große Freude, den zu texten, so ein Trash-Eurodance-Song. Also das sind ganz wunderbare Wegbegleiter, die mich ausgehalten und nicht nur ausgehalten, sondern mit auch als Inspiration genommen. Okay. Weil du das gerade gesagt hast, Total Eclipse of the Heart, das ist jetzt nun eine Musik, bei der du ganz jung warst, die eher so meine Generation gehört hat, was aber eine wirklich großartige Szene ist bei dem Eiskunstlauf. Wie seid ihr, hatte ich mir noch für später aufgeschrieben, wie seid ihr da drauf gekommen? Das ist ja voll 80er irgendwie. Ja, war voll Schmacht und eins meiner absoluten Lieblingssongs. Und klar bin ich damit groß geworden, es ist so ein Sehnsuchtssong. Also wir hatten diese tollen Eiskunstläufer, das sind auch wirklich die deutschen Meister, die jetzt auch bei der Olympia ganz knapp haarscharf sich nicht qualifiziert haben, sondern ein anderes Paar, aber sie sind jetzt total im Kommen und wir haben sie gecastet und mir war völlig klar, dass ich wirklich echte Eiskunstläufer haben will und nicht gefaked haben will. Und genau, der Nikolai, der hat es tatsächlich so ein bisschen auch selbst gespielt. Und ich, die kommen aus Dortmund und ich bin wirklich mit denen in der Halle und habe die Choreografie auch mitentwickelt, weil auch das, ich habe früher geturnt, so Nadja Comaneci, ich komme aus Rumänien, also Turnen war so das Größte, was man sich so vorstellen könnte und ich hatte immer einen Drang, Choreografien zu entwickeln. Also wahrscheinlich, wenn ich Regisseurin geworden wäre, weiß ich nicht. Ich wahrscheinlich eine verkappte Choreografin. Also auf jeden Fall bin ich nach Dortmund, habe einen ganzen Tag mit denen verbracht und ich hatte drei Songs rausgesucht, weil wir bei allen drei nicht wussten, ob wir die Kohle kriegen bzw. die Rechte. Ich hatte ganz klar Bonnie Tyler, das war von vornherein mein Wunschsong. Dann hatten wir wirklich Meet Love. Oh. Und 90er, glaube ich. 90er. Ja, ich war 92, 93. Würde ich nicht in eine Wette mit dir eingehen wollen. Und wir hatten Eternal Flame. Und der ist aber gar nicht so dramatisch. Und wir haben dann tatsächlich für jeden einzelnen Song Choreografien kreiert. Und am Ende hat Gott sei Dank Bonnie Tyler das Rennen gemacht. Okay. Das war jetzt eigentlich eine Abschweifung mit der Musik. Was ja wirklich ganz Tolles an dem Film, finde ich, ist, obwohl es ja ein wirklich sehr ernstes Thema ist, es geht um den Tod, mit welcher Leichtigkeit du das irgendwie erzählst. Du hast ja vorhin beim Urs gesagt, eine Tragikomödie, aber trotzdem glaube ich, ist es schwer, eine solche Leichtigkeit hinzukriegen. Wie schafft man das? In allererster Linie braucht man auch eine herausragende Basis und das war einfach dieses Wahnsinnsdrehbuch von Silvia Volkan. Silvia und ich kennen uns vom Studium und Silvia ist eine wirklich fantastische Autorin, von der, glaube ich, man wirklich einiges noch sehen wird. Und Silvia und ich haben uns kennengelernt in einem Seminar an der Filmhochschule. Da habe ich noch Reise mit Vater entwickelt. Das war mein Debütfilm. Ich war noch Studentin und Silvia hatte diesen Stoff auf 20 Seiten. Das ist ein Treatment. Ja, das ist so eine Vorform von einem Drehbuch. Ich glaube, ihr seid alle Profis, aber mal kurz zur Erinnerung. Ein Drehbuch hat ungefähr 90 bis 100 Seiten. Eine Seite, eine Minute im Film ungefähr. Und sie hatte wirklich diesen Stoff, der hieß damals noch Das Leben meiner Schwester, auf 20 Seiten, so als Treatment-Form. Und da waren diese Wahnsinnsfiguren alle schon drin. Die Schwestern, der durchgeknallte Psychologe, diese ganzen Erwachsenen, die irgendwie gnadenlos an ihrem Leben scheitern und nur wirklich diese beiden Schwestern im Kern, die im Grunde eigentlich so die Survivals sind sozusagen.
in einer Welt von die schrägen Nachbarn natürlich. Alles drin gewesen, alles auf 20 Seiten. Oder anders, ich hab den Stoff gepackt und habe gedacht, ach, das weiß ich gar nicht, ob mich das so interessiert, so ein Melodrama. Und habe es als erstes gelesen. Und ich weiß noch bis heute, dass ich wirklich diesen Stoff nicht aus den Händen lassen wollte. Und diese komplette Woche war eigentlich vielmehr dazu da, dass ich Silvia hinterherlaufe und sie zu überzeugen, dass ich wirklich dieses Drehbuch machen will, anstatt mich auf mein eigenes Drehbuch zu konzentrieren. So, das ist die Geschichte dazu. Und ich weiß noch, ich habe damals schon gelacht und mich berührt gefühlt auf rein wirklich, also diese Vorform eines Drehbuchs, da sind ja gar keine Dialoge drin, da sind nur so ein paar Situationen skizziert oder Szenen, aber das ist eigentlich was sehr Trockenes und trotzdem hatte sie es geschafft, eine immense Poesie da drin zu verankern und diese Figuren in all ihrer Schrägheit und ihrer Absurdität und gleichzeitig in ihrer Menschlichkeit und Nachvollziehbarkeit und in dieser Sehnsucht, dass ich mich sofort in diesen Stoff verliebt habe. So, damit begann es. Und natürlich hat das gleichzeitig auch sehr viel in mir ausgelöst und in mir angesprochen, weil das ist schon auch eigentlich das, was ich für die höchste Filmform halte, tatsächlich die Tragikomödie. Ich bin ein Riesenfan von so Alexander Payne, das ist so mein großes Vorbild, Sideways oder About Schmidt, falls ihr euch daran erinnert. Das sind so die Sachen, die ich so glorifiziere, ja. Und das ist schon American Independent. Und ich komme auch aus Rumänien und ich bin mit so einer Form sozialisiert, das Drama, ja, und mir sind hier häufig in Deutschland die Sachen zu schwer und zu tragisch und ich bin gar nicht so sozialisiert. Bei uns, wie ich finde, ist Lachen und Weinen ganz nah nebeneinander und ich bin ganz häufig mit in meiner Familie damit sozialisiert, dass ein Witz erzählt wurde und gleichzeitig die Tragödie zum Anfassen nah war. Es wurde sehr viel gelacht und es wurde gleichzeitig ganz viel geweint. Und ich persönlich finde auch, dass das das Leben ist. Dass es tragisch und komisch zugleich ist. Und dass man mit dem Fuß irgendwie schon im Grab steht und gleichzeitig hoffentlich noch über sich selbst lachen kann. So ganz schnell. Was verändert man eigentlich als Regisseurin, wenn man so ein Drehbuch hat? Passiert da was beim Drehen selber? Oder übernimmt man das alles oder hast du auch quasi, also stand jetzt nicht in den Credits, aber oder hast du am Enddrehbuch mitgearbeitet? Das ist völlig unterschiedlich und es kommt auch total auf die Qualität des Drehbuches und auch das Fortschreiten des Drehbuchs an, je nachdem wie reif es ist. Was ich sagen kann ist, an Silvias Drehbuch habe ich viel, viel weniger geändert, beziehungsweise eigentlich fast nichts und hatte auch gleichzeitig das große Gefühl der absoluten Vertrautheit, sie anzurufen und zu sagen, du pass mal auf, wir müssen die Szenen anpassen oder ein bisschen einkürzen, anstatt dass ich es selber mache. Und kann sagen, da ich selber schreibe, wie sehr ich mich vor dieser Leistung, die sie getan hat, verneige. Und Reise mit Vater, den ich ja komplett selber geschrieben habe, an dem ich 3 Jahre wirklich intensiv gearbeitet und nochmal 2 Jahre vorher recherchiert habe. An meinem eigenen Drehbuch habe ich viel mehr am Drehort geschnitten, geschlachtet, gecuttet, umgeändert. Und das nicht, weil ich so viel Respekt vor Silvias Arbeit hatte, sondern weil Silvias Arbeit einfach so grandios war. Mhm. Und mein Drehbuch zum Beispiel für meinen Erstlingsfilm war wesentlich weniger auf den Punkt. Mhm. Mhm. Das kommt aber total auf die Projekte an. Also jetzt zum Beispiel bei den 2 Serien, bei der HBO-Serie beziehungsweise jetzt der Netflix-Serie, die wir machen durften, da haben wir auch jeweils natürlich mit Autoren gearbeitet oder arbeiten mit sehr erfahrenen Autoren, die es sehr gewohnt sind, sehr cliffhangerlastig und sehr, sehr, sehr marktorientiert zu schreiben. Und was da zum Beispiel die Aufgabe ist, ist in Proben und Probenprozesse und während des Drehs es nochmal plastischer zu machen. Also gerade bei HBO, bei Hackerville, war es so, dass das Buch, also es spielt ja geradezu mit den ganzen Widersprüchen beziehungsweise mit dem Missverständnis zwischen Deutsch und Rumänisch,
geschrieben hat es aber ein Engländer, Stephen Bailey. Und der hat auch einiges reingebracht, aber natürlich galt es, den Sprachwitz wieder mit reinzubringen, Missverständnisse. Mhm. Zum Teil haben wir natürlich Sachen aufgegriffen, die auch am Set passiert sind. Wirkliche Missverständnisse, die zwischen den Darstellern passiert ist, die mir aber auch mit rumänischen Kollegen passiert sind. Die haben wir dann reingeschrieben. So. Mhm. Jetzt bei der Netflix-Serie, über die ich noch nicht so viel verraten darf, wird es wahrscheinlich zum Beispiel eher darum gehen, es auf dem jugendlichen Niveau und auf dem Slang und auf eine sehr, sehr, sehr zielgerichteten, milieustudienartige Weise dieses Drehbuch zu interpretieren. Mm, okay. Ich würde sagen, das ist wirklich von Projekt zu Projekt unterschiedlich. Also auch die Figuren in dem Film waren auch so in dem Drehbuch, weil ich finde, das ist ja auch eine Besonderheit deines Films, dass du die Leute irgendwie ernst nimmst. Die Martin Wuttke-Figur am Anfang macht, redet vom Tod als Orgasmus oder sowas, das könnte ja auch vollkommen in die Hose gehen, gewissermaßen. Mhm. Aber in dem Film hat es, wie soll ich sagen, weil er ja auch irgendwie selber traumatisiert ist durch den Tod seiner Frau, hat es seine Berechtigung. Und auch aus dem Psychotherapeuten hätte man ja auch so eine Klamauk-Figur machen können, so ein bisschen noch abgedrehter, denn eigentlich wirklich abgedreht ist er ja nicht. Er entwickelt sich ja zu einem Freund. Also das fand ich. Völlig überforderten Freund, ne? Bisschen überfordert, genau. Ja. Also das, also diese Ernsthaftigkeit hatte auch schon das Drehbuch. Absolut. Okay. Absolut. Also es war eine durch und durch solide Grundlage, und das hat mich, glaube ich, mit Silvia auch vereint, dass wir so eine Liebe, ja, es klingt zu platt, aber so eine Liebe für Loser oder, also genau darum geht's, was sind denn Loser, das stimmt doch überhaupt nicht, das ist ein totales, das ist eine Konvention, die man sich wahrscheinlich auferlegt, wahrscheinlich ist das Leben einfach eine Ansammlung von Scheitern, von an sich selbst oder mit sich selbst hadern und über sich selbst stolpern. Und was sie hat und was ich aber auch sehr in mir trage, ist diese Feinheiten in diesen Figuren und dieses Menschliche und gleichzeitig dieses Absurde rauskitzeln zu wollen. Deswegen hat wahrscheinlich dieses Buch auch sofort so eine Wirkung auf mich gehabt. Ich fand auch, dass es ein wirklich sehr schöner Film so über die deutsche Provinz ist, auch sehr liebevoll gezeichnet ist, die jetzt eben nicht so wie zum Beispiel in Landrauschen, wo die Leute ausgestellt werden, die dann mit dicken Bäuchen im Vorgarten auf dem Campingstuhl rumlümmeln oder sowas. Du bist quasi in deine Heimat zurückgekehrt mit diesem Film, also wo du aufgewachsen bist. Der wurde doch da auch gedreht. Genau. Mit Reise mit Vater war ich ein Stück zu Hause. Und ich wollte dann mit meinem Zweitlingfilm auch tatsächlich nach Hause und wollte genau dieser deutschen Provinz, die uns damals 1990 mit so offenen Armen empfangen hat, auch ein Denkmal setzen. Und genau da bin ich hin. Oh. Lippische beziehungsweise Hameln, Pyrmont, Weserbergland, ja, genau. Oh. Und das ist auch einfach tatsächlich eine sehr liebenswürdige und gleichzeitig zum Teil ein bisschen schroffe und widersprüchliche Gegend, das ist eben nichts Urbanes, nichts Sophisticated. Es ist zum Teil einfach sehr, sehr ehrlich. Ein bisschen aus dem Tonfall, diesem leichten Tonfall des Films fällt raus, finde ich, die Szene mit Sophie Reuss, die ihn da anmachen will, gewissermaßen. Wieso diese Szene? Auch die war im Drehbuch, auch die war genauso geplant. Wir wollten einfach zelebrieren, wie absurd völlig unterschiedliche Erwartungen aufeinanderprallen können. Mhm. Alles, was er will, ist sich öffnen und will ein Ohr zum Ausweinen, und sie will was ganz anderes. Das ist doch das Grandiose im Leben, dass man so völlig häufig glaubt, man sich zu verstehen und dann komplett aneinander vorbeireden. Ja, das stimmt auch, ja.
Eigentlich ist das ja, also der Kern des Films ist ja die Figur von Ella Frey, eine Außenseiterin. Es gibt, eigentlich ist in deinen Filmen jeder ein Außenseiter, oder? Die Hauptfiguren sind immer Außenseiterfiguren. Das war in dem Kurzfilm, die sich ja auch nicht in Rumänien, also ihr wirklich toller Kurzfilm Silent River. Da geht es um zwei Leute, die von Rumänien nach Serbien rüberschwimmen wollen. Und in die Reise mit dem Vater geht es auch, ist auch eigentlich sehr absurd, eine Reise von zwei Brüdern mit ihrem Vater, die eigentlich in die DDR wollen, zur Zeit des Prager Frühlings und die nicht mehr von der DDR über die Tschechoslowakei nach Rumänien zurückkommen und deswegen in die Bundesrepublik abgeschoben werden. Aber letzten Endes, das hat es ja wirklich gegeben, ne? Ja, also vollkommen absurd. Aber auch das sind ja Außenseiterfiguren. Ist doch auch schon wieder eine Tragikomödie, oder? Das ist wirklich die Tragikomödie meines Vaters, dem das tatsächlich passiert ist mit 18. Und ist das jetzt biografisch bedingt, dass dich Außenseiter und das Thema Familie, finde ich, ist ja auch in deinen Filmen immer sehr präsent. Was macht ein Außenseiter zum Außenseiter? Wann ist man Außenseiter? Ich behaupte, dass wir alle Außenseiter sind und dass wir alle, wie gesagt, gnadenlos an uns selbst scheitern, immer wieder und uns im Weg stehen. Und das, worum es, glaube ich, geht im Leben, ist, dass man trotzdem immer wieder weitermacht, so ungefähr sehe ich es. Und ja, Familie ist eine unfassbar wuchtige Institution, der man gar nicht entfliehen kann, die einen aber unfassbar prägt und im Grunde auch mindestens zur Hälfte zu dem macht, was man ist, der man nicht entkommen und gleichzeitig immer wieder sich von der befreien will. Und ich glaube, ja, das also, und Familie natürlich auch etwas ist, womit sich auch jeder sehr gut identifizieren kann. Also der schräge Familien, kaputte Familien, dysfunktionale Familien, so davon kann doch, glaube ich, jeder ein Lied singen. Der Film fängt ja schon mit einer ganz großen Außenseiterszene an, als diese ganzen Mädchen die Jungs da reinlassen, als es dieses Gewusel gibt und dann die Kamera so, weiß nicht, ob sie schwenkt, aber auf alle Fälle sieht man dann im Hintergrund Jessica, genau, Jessica sitzen, die einfach da sitzt, während alles andere um sie rumwuselt. Und da weiß man schon als Zuschauer, sie steht immer etwas abseits. Genau. Genau, das war tatsächlich eine Szene, die ich reingeschrieben, beziehungsweise die im Drehbuchprozess ich als starken Opener empfunden habe und eine ganz klare Vision davon hatte, das nonverbal zu erzählen. Und ich wollte einfach so ein Spiel, so ein Ritual, so Teenager, flirty, schon auch ganz sexualisiert, obwohl sie alle noch so jung sind, Schwimmbad, Haut, Ästhetik, und davon ist sie nicht ein Teil dessen. So, und das hatte ich relativ klar im Kopf, mit 150 Bildern gedreht, und das ist tatsächlich so eine Art Reigen. Und ja, so ist das Bild entstanden. Das war aber auch schon auch recht früh. Es gibt ja auch sehr viele Unterwasseraufnahmen, es gibt so verkantete Einstellungen. Kannst du was über das visuelle Konzept dieses Films oder über die Zusammenarbeit mit deinem Kameramann erzählen? Also das ist der Christian Stangassinger und ich, das ist schon fast eine Art Ehe, also das ist unser fünftes Projekt tatsächlich. Und es ist schön, weil wir immer wieder dazwischen Pausen machen, vielleicht auch. Na gut, nee. Und uns dann wieder immer wieder neu entdecken und immer wieder ein Stück woanders sind. So. Und das ist jetzt ein Film, bei dem wir auf jeden Fall versucht haben, all das, was wir die letzten Jahre entwickelt haben, nämlich eine Authentizität, eine Wahrhaftigkeit in den Bildern, gleichzeitig aber auch
eine Ästhetik, das verbindet uns auch wirklich seit der Filmhochschule. Also wir haben uns während der Filmhochschule gefunden. Der Christian war 4 Jahre über mir, aber der ist trotzdem, glaube ich, 2 Jahre älter. Der hatte schon einiges gemacht und ich war einfach auf der Suche nach jemandem, der einen sehr hohen Anspruch hat, was Visualität, was Ästhetik angeht und gleichzeitig aber den Schauspielern großen Raum gibt, sich zu entfalten. Und vor mir hatte er gar nicht so viel Handkamerafilme gemacht. Silent River war wirklich unsere, nach so einer sehr schönen Übung, die wir zusammen in der Schule noch gedreht hatten, vielleicht die Arbeit, wo ich ihn am meisten gezwungen habe, so ein bisschen back to the roots zu gehen. Und dafür hat er dann auch prompt den Deutschen Kamerapreis gekriegt. Und seitdem haben wir uns sozusagen ständig weiterentwickelt und haben diese Ästhetik und gleichzeitig aber diese Poesie und eine große Homogenität in den Bildern und so ein Atmen weiterentwickelt. Und was wir für diesen Film jetzt festgelegt hatten, ist eine Poesie der Rauheit. Wir wollten wirklich rauere, zum Teil wirklich unfertige Bilder, die aber so eine Wahnsinnspoesie haben, kreieren für diese auch durch und durch unperfekte, für diesen unperfekten Mikrokosmos, ja, oder nach gängigen Gesichtspunkten unperfekt. Und wir wollten viel mit Lensflares arbeiten, viel mit Schärfenverlagerung und vor allem wollten wir diesem Mädchen ganz nahe kommen, das haben wir gesagt. Wir wollten ihr wirklich körperlich nahe kommen, wir wollten mit ihr atmen, wir wollten diesen Figuren, die ja, wenn man, also ich meine, I don't know, Wes Anderson hätte wahrscheinlich was komplett anderes rausgemacht, ja, was viel Schrägeres, viel Beobachtenderes, viel klarer, kadrierteres und mit Sicherheit vielleicht festere Einstellungen, die ihnen durch ihre Schrägheit auffallen. Wir wollten das Gegenteil erreichen. Wir wollten sie schräg haben und eben vielleicht nicht konventionelle Figuren erzählen und trotzdem, und ich glaube, davon kommt auch zum Beispiel ein großer Teil dessen, dass man sie als so menschlich empfindet und ihnen nahe kommt, ganz nah bei ihnen sein. Ja. Kamera, mit ihnen atmen, an ihrer Haut dran kleben, an der Unperfektheit der Haut, mit ihnen rauchen, mit ihnen ein- und ausatmen, mit ihnen diesen Unfall erleben und so weiter und so weiter. Man sagt ja immer, dass so quasi der zweite Film heutzutage der schwerste ist. Ich habe jetzt mal bei dir in der Filmografie geguckt, also dieser Fluchtfilm Silent River ist 2011, die Reise mit Vater ist 2016 und jetzt der Film Glück ist was für Weicheier hat Ruf 2018, also in relativ dichter Folge. War das so, dass Glück mit die Reise mit dem Vater, weil es ja so eine lange Pause von 5 Jahren gibt, der am schwierigsten zu realisierende Film war? Also Reise mit Vater war mit Sicherheit der Film, der mich am meisten Energie und Lebenszeit und auch Finanzierungszeit tatsächlich gekostet hat. Es war aber auch ein historischer Film. Ja. Das wäre ein unter normalen Umständen Film gewesen, der zwischen 4 und 5 Millionen Euro gekostet hätte, für ein Debüt niemals zu erreichen. Wirklich nie, 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 niemals. Und es ist eine ausländische Koproduktion zwischen Rumänien, Schweden, Ungarn und Deutschland geworden und hat insgesamt 2,8 Millionen gekostet und war eine ganze Weile mit der teuerste, das teuerste Debüt, das eine Weile entstanden ist. So inzwischen gibt es da 1, 2 weitere Beispiele. Aber das muss man sich vorstellen wie so ein Bauverfahren, also es sind wirklich Bausteine, die aufeinander sind, aufeinander und wenn dann nur eins fehlt oder eins zusammenkracht, wie zum Beispiel ein Finanzierungspartner, stürzt erstmal alles in sich zusammen und man muss wieder von vorne anfangen. Und das hat einfach irrsinnig lange Zeit gedauert und wir haben wirklich ein komplettes Jahr verloren, nur weil wir Eurimage, weil wir die rumänische Förderung, weil die sich neu positioniert hat und nicht rechtzeitig genug Bescheid gegeben hat und wir dadurch Eurimage erst ein Jahr später und so weiter. Also da sind, also insgesamt waren es 16 oder 17 Finanzierungspartner. Da muss alles so ineinander greifen. Dafür ist es wirklich
noch gut gelaufen, aber ein völlig absurdes Unterfangen, ein Projekt einer solchen Dimension, als versuchen, als Debütfilm zu machen. Im Nachhinein gesehen ist das hier wahrscheinlich der viel, viel klarere, das viel klarere Debüt und wahrscheinlich das auf das, der viel klassischere Weg. Mhm. Entspricht aber null meiner Haltung. So, und ich will immer mit Heavy Stuff anfangen. Und das hier war mit Sicherheit auch so eine Art Anti-Haltung, dass ich nach so vielen internationalen Koproduktionen, weil Silent River auch schon mein Abschlussfilm, auch der war ja auch schon mit rumänischem Geld, also Cenece, und das war auch schon eine internationale oder europäische Koproduktion, dass ich wirklich mal Bock hatte, einfach nur was ganz Deutsches zu machen. Erzähl doch nochmal was von den Schauspielern. Ella Frey, also ohne die wäre der Film zumindest nach 90 Minuten eigentlich nicht vorstellbar. Aber auch Martin Wuttke finde ich große Klasse in diesem Film. Gerade weil der immer so was Melancholisches irgendwie hat. Wie bist du auf beide gekommen? Ja, also Ella war und ist natürlich ein riesen Glücksgriff, klar. Wir haben uns tot gecastet in Berlin. Wir haben aus irgendeinem absurden Grund angefangen, in Berlin zu glauben, dass wir sie da finden. Haben viele Agenturen abgeklappert und haben dann sehr unsatisfied dann angefangen, so ein Streetcasting zu machen und haben da auch nochmal 50, 60 Kinder gesehen. Also ich glaube, alles in allem habe ich für die Rolle tatsächlich um die 100 Mädchen gesehen. Nicht alle eingeladen, ganz viele auch so mit Self-Tapes, aber also auch viele im Live-Casting. Und wir fanden sie einfach nicht. Und total absurd. Wir haben dann gesagt, okay, Hamburg, Berlin, Köln, alles abgegrast. Komm, lass uns in München suchen. Und dann war sie echt einfach in München in der Agentur. Hatte, ist auch kein unbeschriebenes Blatt mehr, hat auch tatsächlich schon einiges gespielt und war zum Beispiel die kleine Anne Frank beim Steinbichler und hatte auch schon, also sie hatte einiges schon an Dreherfahrung für ihre zarten 13 Jahre, die sie hatte und war ein absoluter Profi. Also ich werde nie vergessen, sie kam zum Casting, es regnete und sie war völlig verregnet, hatte so eine Brille, die Brille war beschlagen und sie radelte und kam, hat die Rolle gespielt, kam, sah und siegte. Und dann wollte sie wieder davonfahren und ich weiß nicht, es strömte und ich fragte sie, ob sie nicht vielleicht doch noch warten will, bis der Regen vorbei ist. Und dann meinte, nö, ich muss nach Hause, ich muss Hausaufgaben machen. Und dann schwang sie sich wirklich auf diesem Fahrrad wieder und fuhr davon und wir wussten, wir haben unsere Hauptdarstellerin. So. Und sie hatte wirklich Haare bis zum, also wirklich bis zur Gürtellänge und es war völlig klar, dass sie sich die natürlich für die Rolle abschneiden lässt und es war auch völlig klar und stand nie zur Debatte, dass sie das Kostüm, das ganz schön, also ich meine, das ist ein zwölfjähriges Mädchen, ja, also da gibt es meine 11-jährige Tochter, die hätte mir einen Vogel gezeigt, wenn ich sie in solchen Klamotten reingesteckt hätte und es stand nie zur Diskussion, sie war unfassbar professionell und selbst so eine Theaterkoryphäe oder einfach so eine Schauspielgröße wie der Martin hat sich wirklich am Ende der Dreharbeiten wirklich vor Ella verneigt und hat gesagt, er hatte wirklich zu jedem verdammten Zeitpunkt das Gefühl, ein unfassbar gleichberechtigtes und starke Anspielpartner zu haben. Also wirklich, ich glaube, er hat sowas gesagt wie, also da sind etliche andere Kollegen nicht so belastbar und haben nicht so eine Power, wie sie es hatte. Genau, und der Wahnsinns-Martin, der auf den kam unsere tolle Casterin, Suse Marquardt, die hat uns vorgeschlagen und ich komme aus München, ich hatte leider nicht das Glück, so viel in Berlin zu sein und ihn so an der Volksbühne, ich kannte ihn natürlich, aber so erlebt zu haben, wie es andere taten. Ich gehörte nicht zu diesem, da gibt es ja wirklich Fankreise, die ihm zu Boden liegen, also das habe ich immer wieder auch miterlebt, wie wirklich Damen und Herren ihm geradezu mit Tränen in den Augen und so ergriffener Stimme ihm gratulieren wollen.
konnte ich alles einfach davor noch nicht kennen, weil ich das alles so nicht erlebt hatte. Und ich habe dann aber ein Stück, weil er sich das gewünscht hatte, mir angeschaut an der Volksbühne und dachte, das ist natürlich ein Berserker, das ist ein Wahnsinns-Schauspielgröße und Tier, mich auch völlig überzeugt hat. Aber ich musste wirklich anfangen zu drehen und ich werde niemals die erste Einstellung vergessen, die erste Einstellung am ersten Drehtag in der ersten Stunde war, Martin Wuttke als Vater läuft einfach über den Gang. Nichts anderes. Er kommt aus der Tür seiner Tochter und läuft in Richtung Küche und guckt besorgt. Und ich weiß nicht, ob Sie sowas verstehen und ich weiß nicht, ob Sie sich mit sowas identifizieren können und vielleicht finden Sie es auch eitel, aber ich wusste in dem Augenblick, wo ich ihm zugeschaut habe, und es hatte gar nicht so viel mit mir zu tun, wie es vielmehr mit ihm und mit der Art, wie er sich diese Rolle einverleibt hat, ich wusste, der Film kann nicht schlecht werden, nachdem ich einfach gesehen habe, wie er den Gang runterläuft. So, und seitdem überkam mich auch so eine Art Ruhe. So. Ja, er hat eine Perücke bekommen, die war auch unfassbar wichtig. Das ist ja alles, wenn man das vorbereitet, so viele Wochen und so viele Monate und das ausprobiert und alles im Kopf hat und so, da ist natürlich so eine gewisse Unruhe, die einen prägt. Dann kommt der erste Drehtag und wenn man Glück hat, das passiert nicht immer, aber wenn man Glück hat, dann kommt so eine völlig banale Szene. Er läuft von A nach B und man weiß, der wird diesen Film tragen. Reden wir am Schluss vielleicht noch ein bisschen über Hackerville. Okay. Du bist ja der erste Gast, den wir hier in unserer Reihe haben. Die jetzt der fremdgeht? Der so ungefähr, also der die Serie gemacht hat, was vielleicht auch daran liegt, dass als wir das gestartet haben vor 15 Jahren, Serien noch nicht so hip waren wie heute. Bei Serien scheint es ja alles schneller zu gehen, als wenn man die Reise mit dem Vater finanziert bekommen will. Ist das so? Nein, das würde ich nicht so sagen. Ich glaube auch, Serien brauchen irrsinnig lange, bis sie finanziert sind. Ich hatte nur jetzt sowohl bei Hackerville als auch jetzt bei der Netflix-Serie das große Glück, erst angefragt bzw. besetzt zu werden oder dazugeholt zu werden, als alles die gesamten Finanzierungsdinge schon geklärt waren. Und klar, solche Player wie Netflix, Amazon, HBO, TNT, Sky, die haben den großen Luxus, Serien in Auftrag zu geben, aber schon natürlich nach jahrelanger Entwicklung. Und es ist eigentlich ein einziger Auftraggeber. Und da sind es eben nicht 17 Finanzierungsbausteine und rumänisch, ungarisch, schwedische und deutsche Finanzierungspartner, sondern es ist ein einziger. Und der sagt dann, was Sache ist. Mhm. Und manchmal können Dinge schneller gehen. Ein guter Drehbuchprozess braucht immer länger. Aber als Regisseurin hatte ich tatsächlich jetzt das große Glück, zu einem relativ fortgeschrittenen Stadium dazu zu kommen. Ah ja. Also am Drehbuch warst du da gar nicht beteiligt? Ich habe nicht aktiv mitgeschrieben. Wie gesagt, wir haben einiges dann auch in den Castingprozess und in den Figurenarbeit und so noch gefunden und adaptiert. Und einiges an Situationen und an Jokes ist gemeinsam auch mit dem anderen Regisseur Igor Kobylansky und den tollen Darstellern entstanden. Aber nein, ich habe nicht aktiv Szenen umgeschrieben oder so. Nee. Also in Hackerville, nur zur Information, geht es um einen Hackerangriff auf eine Bank in Frankfurt, bei dem 9,99 Euro irgendwo anders verbucht werden und die Spur, die eine deutsch-rumänische, also eine Deutsche mit rumänischem Hintergrund aufnimmt, führt nach Rumänien eben und sie beherrscht auch beide Sprachen, weil sie mit ihrem Vater, auch in den 90er Jahren oder sowas
rübergekommen ist in die Bundesrepublik. Der Vater ist geflohen, sie kommt später. Also sie kommt später, genau. So ist es. Und ihr wird dann ein rumänischer Kommissar zur Seite gestellt und die ermitteln dann in diesem ganzen Hacker-Milieu in Rumänien, was wohl relativ bedeutsam ist, was ich vorher auch nicht so wusste. Du kommst ja auch aus Temeswar. Mhm. Wie war das dort zu drehen? Mhm. Also in erster Linie bin ich natürlich auf diese Serie angesprungen, weil ich schon allein per se die Aussage, der neue wilde Westen ist der Osten, herausragend finde. Wenn man im Osten aufgewachsen ist und natürlich mit einem Vater groß geworden ist, der immer seine große Entscheidung bereut hat, damals 68 eben nicht im Westen geblieben zu sein. Und ich finde, der gesamte Osten hat einen Minderwertigkeitskomplex. Und jetzt kommt einfach so eine neue Generation, ja, ist ja auch in der Ukraine so und in sämtlichen ehemaligen Sowjetstaaten, das ist so eine Kraft und so eine Intelligenz und so eine Wut darauf, dass der Westen irgendwie den Osten so viele Jahre überholt hat, dass die gar nicht, also diese junge Generation, die ist sehr stark und voller Selbstbewusstsein und die hat überhaupt keine Lust, irgendwie dem noch hinterher zu trauern der alten Zeit und bietet gehörig irgendwie dem Westen die Stirn. Und nicht nur in Temeswar, sondern in ganz Rumänien gibt es tatsächlich immer wieder Hackerneste mit, also zum Beispiel Guccifer, der Hillary Clintons Mails und im Grunde auch dafür gesorgt hat, dass sie gescheitert ist, der kommt aus Rumänien und der sitzt da im Gefängnis, nur 65 Kilometer von Temeswar entfernt. Und das hat mich natürlich total angezogen, gleichzeitig aber dieser komplette Culture Clash. Und die Hauptfigur ist einfach nun mal eine in Rumänien geborene, aber in Deutschland sozialisierte junge Polizistin, die mit ziemlich großen Vorurteilen und auch einer gewissen Arroganz nach Rumänien zurückkehrt und feststellen muss, dass ganz, ganz vieles ganz anders ist, als sie sich das vorgestellt hat und dass das Land ganz sicher sich nicht verstecken muss und dass natürlich irgendwie Korruption und gleichzeitig sowas wie ein bisschen wie Genialität ganz nah beieinander sind, weil auch das macht Rumänien aus. Was war die Frage noch? Ja, so ungefähr. War eine gute Antwort. Verfolgst du eigentlich oder hast du in den letzten Jahren, also dieses Haus hier veranstaltet ja auch ein Filmfestival, heißt Go East, Festival des mittel- und osteuropäischen Films, wo wir eigentlich die neue rumänische Welle gewissermaßen von Anfang an dabei hatten, also einer der ersten Filme, der so hieß wie du, der Tod des Herrn Lazarescu, glaube ich, 2005. Den hatten wir auch. Verfolgst du, was da passiert in Rumänien und wie findest du das? Absolut, da kommt man ja gar nicht drum herum. Also da ist ja, also Rumänien hat wahrscheinlich auf der ganzen Welt die meisten goldenen Palmen, goldenen Bären, goldenen Löwen und was man alles haben kann im Vergleich zu der Leinwanddichte, die es gibt, nämlich kaum noch Leinwände. Es ist ein totales Ad absurdum, die Situation vor Ort. Es gibt fantastische Filmemacher, unfassbare Talente und es gibt aber kaum noch Leinwände, auf die diese Filme vorgeführt werden. Und Radeș Țicu, câte cinematografe mai sunt în România? 25, so like 25 for whole Romania? Yeah, it's like classic cinemas, not multiplexes. Yeah, because the multiplexes are not playing the Romanian films, they just ignore them. Mm. Also die rumänischen Filme, obwohl sie aus Cannes und aus Venedig kommen, werden gnadenlos eben von den Multiplexen ignoriert und es gibt noch 25 Leinwände in ganz Rumänien auf ungefähr 19 Millionen Einwohner. So. Das heißt, ein großer Teil dieser Filme wird zum Teil gar nicht gesehen oder nur in der Metropolen. Und gleichzeitig sind sie aber bahnbrechend und dieses New Romanian Wave, also da
das, sie haben Christy Puyugrant entdeckt, der war wirklich der allererste, der Shikana for Smart Fashibani. So, in 2000 war der allererste Film, der vorherige Film von Christy Puyo, Marfa Shibani, das war der Beginn dieser neuen rumänischen Welle. Das muss man sich vorstellen. Seitdem gibt es die neue rumänische Welle und die neu nochmal erfundene rumänische Welle. Und jedes Mal, wenn man denkt, naja, jetzt haben sie es, also jetzt muss wirklich mal ein anderes Land her, gewinnt schon wieder irgendjemand aus der neuen Generation der rumänischen Welle irgendwie schon wieder einen goldenen Bären oder eine Palme oder so. Und das ist einfach unfassbar und das kann mich natürlich auf der einen Seite nur mit Glück erfüllen und gleichzeitig aber auch schon auch eine gewisse insofern Traurigkeit, als dass das alles damit zusammenhängt, dass dieses Land noch so viel aufzuarbeiten hat, noch so viele Konflikte beherbergt. Also die Konflikte in Rumänien sind einfach so existenziell, sie liegen auf der Straße, wenn das Durchschnittseinkommen irgendwas zwischen 300 und 400 Euro einfach im Monat ausmacht, wenn es keine vernünftige Gesundheitsversicherung gibt oder eine Absicherung, wenn Menschen immer wieder an der existenziellen Grenze oder drunter leben, dann können natürlich Filmstoffe von was ganz anderem erzählen. Ja? Und deswegen ist es ein bisschen lachendes und ein weinendes Auge, aber das alles in allem verfolge ich es mit unglaublichem Stolz und bin auch sehr froh, tatsächlich in der privilegierten Lage zu sein, in Deutschland zu leben und immer wieder auch in Rumänien Filme zu machen und, wenn man so will, auf mehreren Hochzeiten zu tanzen. Jetzt vielleicht noch eine letzte Frage von mir, dann kommen Sie dran. Was ist das jetzt genau, was du für Netflix machst? Ich glaube, dass die Pressemitteilung jetzt kurz vor der Berlinale rausgehen wird. Okay. Es ist eine ganz wunderbare neue deutsche Serie. Es ist ein Originalstoff und es wird sehr kraftvoll und ich glaube sehr gut. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Okay, gut. Hackerville kann man übrigens, der läuft bei TNT. Mhm. Serie, man kann ihn aber auch bei Amazon oder Amazon Prime tatsächlich angucken. Ja, ich habe den auf Amazon gesehen. Hackerville? Ja, 13,99 €. Wusste ich nicht. Ich dachte tatsächlich nur TNT und über Sky. Vielen Dank für diese Info. So, und jetzt bitten wir Sie, wenn Sie wollen, um Kommentare, Anregungen, Meinungen. Na, dann komme ich mit dem Mikro zu Ihnen ganz nach oben zuerst. Ich habe zwei Fragen. Erstmal kurz zum Film. Kann man die Tragik des Films psychologisch runterbrechen auf die Aussage, ein traumatisierter Vater aufgrund des Verlusts seiner Frau empfindet keine Empathie zu seinen beiden Töchtern und so kommt diese Tragik. Habe ich das so richtig? Kann man das so sagen? Meine zweite Frage persönlich. Ich habe gelesen, mit 20 nach Deutschland gekommen. Und Sie sprechen so ein fantastisches Deutsch, akzentfrei. Haben Sie früher in Rumänien auch Deutsch gesprochen? Würde mich interessieren. Vielen Dank fürs Kompliment. Also ganz kurz zu meinem Hintergrund. Ich war 10, als ich nach Deutschland kam und war schon in Temeswar auf der deutschen Schule. Ich bin durch und durch Rumänin und ein Viertel Ungarin. Und zu Hause haben wir tatsächlich nur Rumänisch gesprochen. Aber ich kam nach Deutschland, da konnte ich schon ein bisschen Deutsch. Und ich lebe jetzt schon ziemlich lange in Deutschland. Zu der ersten Frage, das kann man bestimmt so stehen lassen. Ein traumatisierter Vater, der völlig überfordert ist mit der Situation, der alles dafür tut, nur sich nicht der Wahrheit hinzugeben, dass er wahrscheinlich auch noch wie unfassbar furchtbar und eigentlich nicht überhaupt nicht begreiflich zu machen, auch noch dabei ist, seine ältere Tochter zu verlieren und der alles dafür tut, das nicht wahrhaben zu wollen und sich eben in die Sterbebegleitung zu engagieren, aber und die ganzen richtigen Worte für seine Patienten findet, aber nicht für seine eigene Tochter. Und seine Reise ist mit Sicherheit, dass er es wirklich schafft, ganz zum Schluss, fast ist es zu spät, dieser Tochter all das zu sagen, was er eigentlich sagen will und was er mit ganz großer Sicherheit nicht mehr geschafft hat, seiner eigenen Frau zu sagen, weil er so plötzlich verstorben ist.
Ich würde ja mal interessieren, aus dem Nähkästchen, was machst du denn bei so einem Casting für diese Rolle, was Ella Frei dann spielt? Was müssen die da bringen, gerade wenn das oft ja auch Mädchen waren, die noch gar nicht so Schauspielerfahrung hatten? Puh, ja, also es war wirklich eine sehr herausfordernde Rolle. Also die ersten Castings waren immer Begegnungen mit dem Psychologen. Und da ging es vor allem darum, dass zwei völlig verschiedene Filme laufen, ja, dass dieser Psychologe komplett fasziniert ist von diesem Wesen und aber eigentlich nicht wirklich in der Lage ist zu helfen. Und sie wiederum sehr schnell versucht, Zugang zu finden und sich versucht zu veräußerlichen. Und schon allein so ein Text wie die 2 und 4, das sind gute Zahlen und die alle im paar Zahlen sind schlecht. Und wir sind schon viel am Text und zum Teil aber auch in Monologen dann verfallen. Und es ging darum, glaubwürdig herauszufinden, ob diese Psychologie, diese Welt, diese sehr schräge Welt, die dieses Mädchen darum sich herumgebildet hat, ob diese, je nachdem, unerfahrene oder erfahrenere Schauspielerin, dass sie überhaupt das tragen kann und ob man das ihr auch nur ansatzweise abkauft. Und was ist mit Ticks? Wie würden sich, also auch diese Ticks können ja total in die Hose gehen. Das kann ja auch alles völlig künstlich sein. Und ja, was soll ich sagen? Also ich kann nur davon berichten, dass Ella, also dieses Wahnsinnsphänomen von Kind, so eine unfassbare Professionalität und Seriosität hatte in der Rolle. Und dass sie, ich erinnere mich, wir hatten so eine Logik hinter all den Sachen. Und also zum Beispiel ging es immer darum, dass sie die Räume neutralisiert, bevor sie reingeht, wo ihre Schwester drin ist. Und es gab diese Bartszene, sie kommt nach Hause, der Vater und die ältere Schwester waren beim Arzt. Und Ella nähert sich dem Badezimmer, hört zu, wie sie mit dem Freund flirtet, also Jesse. Und ich habe vergessen, dass sie den Raum neutralisieren muss. Und Ella kommt zu mir und sagt, du, aber Anka, müsste ich nicht eigentlich, 1, 2, 3, 4, müsste ich nicht den Raum neutralisieren? Oh ja, Spatzel, ja. Genau. Die ist 12 gewesen, ja. So, und sie hat mich daran erinnert, sie war so in der Logik dieser Figur, also unglaublich. So, und eins meiner anderen liebsten Erzählungen ist, es war ein Tag, da hatten wir alle total vor Angst. Das war die Wiederbelebung, die Reanimation mit der Schwester nach der verpatzten Liebesszene. Und wir hatten alle Bammel davor, die Emilia Bernsdorf, die ältere Schwester, die es auch hervorragend gemacht hat. Und die ganzen Darsteller, Kamera, alles. Und Ella kam, hat sie reanimiert und da war Danke aus und dann hat sie angefangen zu singen, das sind Bibi und Tina von Matthias und so. So, und bitte und gleich nochmal, and action. Und dann war Brini, 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 ja, und Danke aus. Und dann hat sie wieder gesungen, das sind Bibi und Tina. So, das war Ella Frei, die eine Reanimationsszene, für die sich Schauspieler tatsächlich tagelang vorbereiten und sich vorher vielleicht, keine Ahnung, übergeben, mit so einer unfassbaren Leichtigkeit und gleichzeitig unfassbarer Überzeugungskraft geschafft hat. Da kann man sich wirklich nur verneigen. Erstmal großes Lob für deinen Film. Selten so einen guten deutschen Film gesehen. Mich persönlich interessiert einmal die Kameraführung. Hast du da auch mitgewirkt? Gerade so auch für mich war es neu. Tiefenschärfe, Schärfe, Tiefenschärfe, Schärfe. Habe ich so noch nie gesehen gehabt. Hast du da mitgewirkt? Ja, absolut. Also das Kamerakonzept ist wirklich von Christian Stangersinger und mir wirklich sehr im Vorhinein durchdacht, zerredet, analysiert nochmal neu und gerade diese Spiel mit den Schärfen, wobei man definitiv sagen muss, dass wir das nicht erfunden haben, sondern dass man es immer wieder auch in großartigen amerikanischen Filmen sieht. Also ein Vorbild war für uns Dallas Buyers Club, falls ihr euch erinnert, dieser Film aus den 80ern, glaube ich, über Matthew McConaughey, der feststellt, dass er AIDS hat und dann anfängt, ein Gegenmittel dafür zu suchen.
Genau, mit Jared Leto, der auch mindestens 2 Oscars, glaube ich, hat. Das war so ein Vorbild. Und American Honey von Andrea Arnold, das waren so Filme, die genau sowas haben, nämlich so eine Poesie der Roughness. Und das haben wir nicht kopiert, sondern adaptiert, beziehungsweise auch wirklich angepasst und nochmal vertieft jetzt hier in diesem Film, weil wir genau das wollten. Wir wollten so eine Unmittelbarkeit, wir wollten so eine Rauheit und gleichzeitig aber so eine zarte Annäherung an diese schräge Welt. Es war eigentlich fast alles nicht gestoryboardet, aber aufgelöst. Also wir sind eigentlich komplett aufgelöst in diesen Dreh reingegangen. Auflösung, ja, das heißt, dass jede Szene, bevor man sie dreht, sich ganz genau, man überlegt, wo die Kamera steht, wie die Kamera sich bewegt. Man zeichnet dazu auch, wenn man gut zeichnen kann, kann man auch Storyboards zeichnen, können wir beide nicht so gut. Aber was wir gemacht haben, sind Floorpläne, das heißt, wir haben einen Abriss von dem Raum, wo das ganze Geschehen stattfindet und wir zeichnen die Kameras ein, die Kamerapositionen. Wir haben ziemlich viel auch mit 2 Kameras gedreht, einfach weil das Budget überhaupt nicht ausgereicht hat, um genug Drehtage zu haben. Und wir mussten diesen wirklich absolut Kinofilm mit Kinofilmanspruch innerhalb sehr kurzer Drehzeit realisieren und haben deswegen von, ich glaube, 27 Drehtagen mindestens an 11 Tagen eine zweite Kamera dabei gehabt. Auch ein bisschen ungewöhnlich für einen Kinofilm, so arbeitet man in der Serie. Und trotzdem, oder gerade deswegen war diese Auflösung so wichtig, damit wir wirklich trotzdem noch eine ganz große, nichts dem Zufall überlassen und so eine ganz klare Haltung und Handschrift in der Visualität haben. Also du hast den Schuss, Gegenschuss gleichzeitig gemacht, gerade, glaub, wo Papa mit Tochter spricht, oder? In der Szene. Der Papa mit der älteren Tochter, meinst du, diese Weinszene? Der Kleine, ja. Weil das ist nämlich kein Schussgegenschuss, da steht er ja mit dem Rücken. Also ganz klassische Szenen, wo sich 2 Schauspieler gegenüber sitzen oder stehen, sind Schussgegenschuss und die kann man tatsächlich da mit 2 Kameras drehen. Meistens geht das nicht auf, weil für eine Seite jeweils nur eingerichtet wird, was das Licht angeht. Und man würde entweder Schatten oder es wäre einfach nicht so eine ideale Lichtsituation. So dass man, was man eigentlich meistens macht, also mit dem Psychologen, da haben wir sehr viel mit 2 Kameras gedreht, da ist es ja eine, so eine Situation. Und dann tut man 2 Kameras nebeneinander. Und die eine ist mit einer kürzeren und die andere mit einer längeren Brennweite, so dass man 2 verschiedene Einstellungsgrößen hat. Und dann geht man auf die andere Seite rüber und schießt dann die andere Richtung ab, damit man das Licht besser setzen kann. Mein Kameramann ist sehr dagegen, Schuss, parallel zu drehen. Aus Regiesicht ist es so ziemlich das Beste, was einem passieren kann, wenn man natürlich parallel Schuss, Gegenschuss drehen kann, weil dann natürlich die Dialoge perfekt aufeinander passen und man nicht so viel tricksen muss, wenn man zusammenschneidet, falls die Stimmungen variieren. Wie lange hast du gebraucht von Drehbuch, Drehen, Postproduktion? Also für Reise mit Vater habe ich tatsächlich 8 Jahre gebraucht und habe mir geschworen, nie wieder werde ich so lange brauchen. Wenn man aber bedenkt, dass ich Glück ist was für Weicher ja als Stoff ja auch im Seminar entdeckt habe und bis zum jetzigen Premiere, wobei nehmen wir mal Hof, dann sind es eigentlich auch wieder fast 8 Jahre. Aber das sind nicht 8 Jahre am Stück, sondern dazwischen habe ich Reise mit Vater gedreht und habe auch andere Dinge gemacht und die Finanzierungsphase von diesem Film war um einiges kürzer, Gott sei Dank. Und die Fertigstellung ähnlich, 6 Monate. Alles in allem wirklich sehr, sehr intensiv. Es waren es wirklich 1,5 Jahre, die ich an dem Film gearbeitet habe. Und der Schocker mit dem Reh war super. Den hast du gut platziert. Vielen Dank. Gibt es noch weitere Kommentare? Es ist ja auch noch immer noch eine Preview. Das heißt, Anka ist sehr interessiert, wie es Ihnen gefallen hat. Auch, denke ich mal. Aber ich will es auch nicht forcieren. Ich habe sonst aber selber noch 2, 3 Fragen. mich würde vor allen Dingen zuerst mal interessieren, jetzt wo du den direkten Vergleich hast zwischen Seriendreh und Kinodreh aus Regiesicht. Gibt es da handfeste, benennbare Unterschiede in der Arbeitsweise, im Handwerk? Erzähl uns von deinen Erfahrungen.
Also früher galt ja mal Kino wirklich als Königsklasse, als die Luxussituation, dass man irgendwas zwischen, keine Ahnung, 2,5 bis 4 Minuten nur am Tag drehen muss, also 4 Minuten des, aus dem Film. Gibt es vielleicht immer noch, die Zeiten sind aber aus meiner Sicht längst vorbei, die Budgets werden immer knapper. Und somit ist, und Serie, ja, je nachdem, was für eine Serie, aber so eine hochklassigere, da ist irgendwas zwischen 6 und vielleicht sogar bis zu 8 Minuten am Tag zu machen. Aber trotzdem gab es auch Serien, die Stunt-Sachen hatten und dann war der Durchschnitt am Tag, den man wirklich erstellen muss, abliefern muss als, als Regisseur. Und da geht, rutscht man immer mehr in Richtung Erfüller, einfach Handwerker. Und weniger Gestalter oder Künstler. Genau, war einfach eine ganz große Diskrepanz. Die darf vielleicht eine Zwischenfrage, ja. Freiheiten, weil man denkt ja, wenn eine Serie da ist, dann ist da ein Auftraggeber, also hast, musst du dich nur mit dem absprechen, während du ansonsten irgendwie 10, 12 Leute hast, die vielleicht mitreden. Ist das ein Unterschied, diese Freiheit, oder ist das eine Illusion? Genau, also und jetzt nochmal ganz kurz zum Tagespensum, den man absolvieren muss. Inzwischen werden Kinobudgets auch einfach wirklich immer knapper, sodass die Zeit, die man am Ende des Tages wirklich abliefern muss und gedreht haben muss, inzwischen eigentlich sich durchaus dem Seriengeschäft annähert. Glück ist, was für Weicher ist, wirklich unter sehr ähnlichen Bedingungen entstanden wie die HBO-Serie und ich denke auch wirklich zum Teil auch wie die Netflix-Serie, bis auf den Unterschied, dass wir zum Beispiel fast immer mit 2 Kameras drehen werden. Ich hatte sowohl mit Reise mit Vater als auch jetzt mit Glück, das große Glück, keine 10 oder 8 Finanziers, obwohl es dann doch so viele waren, die mitgesprochen haben zu haben. Es gab jeweils immer eine Redaktion, die sich sehr fair verhalten hat und sehr kooperativ. Und ich finde, dass der Unterschied eigentlich gar nicht so groß ist. Die Ansprüche sind riesig, der Druck ist immens, es sind einfach unfassbar hohe Budgets, die man da einfach verwalten muss. Das muss man sich vorstellen. Also Glück ist vielleicht von diesen 4 Projekten, die ich gemacht habe, der günstigste Film. Das sind aber trotzdem 1,2 Millionen. Das ist einfach mal ein fettes Haus, ja, und Reise mit Vater hatte 2,8 und die Serien, die ich jetzt mache, die sind um einiges höher. Das ist schon einfach irgendwie irrsinnig viel Geld, das jetzt nicht bar auf dem Tisch liegt, aber das einem ja sozusagen anvertraut wird, um daraus eine wirklich bewegende Geschichte zu machen. Und natürlich wollen viele Leute mitreden, sie wollen natürlich Einfluss darauf üben und sie wollen das Gefühl haben, das zu bekommen, was sie sich vorstellen und sie brauchen eine gewisse Sicherheit. Und das muss man bedienen können und gleichzeitig muss man dem auch, dem Druck auch was entgegensetzen nicht sich versteifen und an seinen eigenen Ansprüchen vielleicht scheitern. Aber alles in allem finde ich, nähert sich das alles aus Regiesicht schon sehr an. Ich finde die Vorbereitungszeit bei den Serien noch mal knapper und noch mal schmerzlich weniger. Und das bedeutet einfach, dass man nicht so sehr in die Tiefe gehen kann. Also im Grunde bereite ich jetzt, oder bereite ich, mein Kollege und ich, Marc Monheim, ist der andere Regisseur der Netflix-Serie, bereiten wir 3 Kinofilme vor und haben eigentlich die Vorbereitungszeit fast eines normalen Kinofilms. Also wir müssen in der gleichen Zeit, in der ein Kinofilm entsteht, 3 Kinofilme vorbereiten. Was Locations angeht, was Cast angeht, das sind unfassbar viele Schauspieler, die man besetzen muss, Locations, die man finden muss. So, das ist ein großer Unterschied. Wie schafft man das? Indem man nicht mehr schläft. Indem man ganz viele Tricks anwendet, indem man versucht, ganz viele Synergieeffekte zu machen, indem man einen ganz cleveren Drehplan versucht zu machen, der wirklich darauf abgestimmt ist, möglichst viel aus dem Drehtag rauszuholen und indem man zum Beispiel auch jemand an der Seite hat, wie mein rumänischer Kollege, der Second Unit Director ist oder als Second Unit Director agiert und der wirklich Sachen parallel zum First Unit Dreh
wirklich dreht, die, für die man eigentlich nicht mehr Zeit finden würde, die aber genau die Einstellungen oder die atmosphärischen Sachen liefert, die eben eine Serie so ganz lebendig macht. Wenn es keine Frage von mehr von Ihnen gibt, möchte ich noch die klassische Schlussfrage dieser Reihe stellen, denn die Reihe hat eine Frage im Titel. Was tut sich im deutschen Film? Und mich würde natürlich interessieren, wir haben jetzt ein bisschen von dir schon gehört, es geht auch viel um Außenseiter. Fühlst du dich vielleicht auch gerade mit dieser anderen Herangehensweise, die du sonst vermisst hast im deutschen Kino, wie du es vorhin ein bisschen beschrieben hast, selbst als Regie-Außenseiterin? Oder gibt es Leute, wo du sagen würdest, ja, die haben so einen ähnlichen Stil, mit denen fühlst du dich irgendwie als Geschwister in der Kunst? Oder gibt es das gar nicht? Also ich glaube, keiner von uns Regisseuren kennt nicht das Gefühl des, zumindest der Andersartigkeit oder auch häufig genug des Nicht-Dazugehörens. Ich glaube, Filmemacher per se, erst recht, wenn sie was zu erzählen haben, sind immer wieder damit konfrontiert gewesen, irgendwie andersartig, mindestens das gewesen zu sein. Wenn du aus einer Kultur kommst und in einer komplett anderen Kultur hineinkatapultiert wirst, da hast du ja von vornherein mindestens Steine im Weg, wenn nicht größere Hindernisse, die es zu überwinden gilt. Und immer wieder fragst du dich natürlich, wo gehörst du hin mit deinen Filmen? Ich glaube, das ist für uns auch ein ganz klar ein Sprachrohr und auch etwas, was uns davon befreit. Und gleichzeitig, glaube ich, sind wir Filmemacher, wenn wir drehen dürfen und Geschichten erzählen dürfen, unfassbar privilegiert, weil wir all das rauslassen können, was vielleicht andere nicht können oder anders tun müssen. So, wir dürfen diese Geschichten erzählen von anderen Leuten oder von andersartigen Leuten und im Idealfall gibt es auch noch Leute, die wirklich dafür 8 Euro zahlen und ins Kino gehen. Und so ganz generell, was tut sich im deutschen Film? Puh, also ich gerade als Fan von deutschen Filmen, wirklich. Ich finde, der deutsche Film muss sich so gar nicht verstecken, so wie er es immer wieder gerne tut. Und ich bin auch immer wieder erstaunt über den deutschen Charakter per se, der sehr gerne lieber einen draufhaut und destruktiv wirklich in seiner Kritik fast mit so einer Wut Dinge zerstört, auf die in anderen Ländern man unfassbar stolz wäre. Ich glaube, der deutsche Film hat es nie wirklich einfach gehabt. Da muss man sich einfach nur mal die Cannes-Historie anschauen und mit welcher Leidenschaft die deutschen Filme ausgelassen werden. Und gleichzeitig habe ich eine ganz große Sympathie für den deutschen Film, weil der sich immer wieder neu erfindet. Und was ich wirklich großartig finde, ist, die Deutschen haben auch so einen gewissen Pragmatismus, den sie an den Tag führen. Und sie haben klar für sich abgesteckt, der Markt ist groß genug und das Land ist auch groß genug im Vergleich zum Beispiel zu Rumänien. Es gibt einfach den sehr kommerziellen Film, es gibt den wirklich sehr Hardcore-Arthouse-Film und dazwischen gibt es auch ziemlich viele Grauschattierungen. Und nun gilt es aber wirklich, die Kinozuschauer nicht zu verschrecken und bei all der Liebe und Freude über diese neuen tollen Player, die für uns ja auch wirklich eine Chance bieten, Netflix, Amazon, HBO, Sky, diese ganzen tollen Auftraggeber, brenne ich und schlägt mein Herz natürlich für die Kinoleinwand. Ich liebe das Gefühl, wenn dieser Samtvorhang aufgeht und wenn die Leute gebannt in ihren Samtsitzen sitzen und man sie faszinieren kann. Ich glaube nur, der wird es noch mal schwerer haben. Und man muss einfach ganz genau hinschauen, mit was man sie lockt und vor allem mit was man sie berührt. Das ist ein ganz wunderbares Schlusswort. Bevor du aber deinen verdienten Applaus kriegst, möchte ich gerne noch darauf hinweisen, auf die nächsten beiden Veranstaltungen. Die erste ist zwar ein Special außerhalb von Was tut sich, aber trotzdem erwähnenswert. Caroline Link wird kommen am 19. Februar mit Der Junge muss an die frische Luft und darüber sprechen. Und eine Woche später, am 26. Februar, wird Lilly Tautfest kommen mit 2 mittellangen Filmen, die der Strömung der neuen deutschen Sinnlichkeit zugerechnet werden können. Auch das lohnt sich sehr, ist eine große Entdeckung. Und ja, wir sagen herzlichen Dank auch für diese wunderbare Entdeckung. Glück ist was für Weicheier. Anka Marina, Miruna Lazarescu. Vielen Dank fürs Kommen.
Und ganz wichtig natürlich, wenn es Ihnen gefallen hat, sagen Sie es weiter, weil der Kinostart steht bevor wann? 7. Februar. 7. Februar und das erste Wochenende ist das Wichtigste. Also, danke Ihnen fürs Kommen und bis bald wieder im Filmmuseum. Dankeschön. Ja, auch Rudolf für das Gespräch.